Liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time von Shadowrun. Ja, beim letzten Mal sind wir zum Gipfel des Todesberges geklettert, haben dabei ein bisschen Leben verloren, kein Wunder, wenn man denkt, dass man von glühenden Felsen getroffen wird. Und ja, nun wollen wir uns doch mal zur Fee begeben, die hier oben leben soll, da unten, um genau zu sein. Und mal gucken, wahrscheinlich wird das hier eine Feenquelle sein. Nein, es ist der Krater. Todeskrater. Bitte, das ist ein Dungeon? Loni, in dieser Höhle herrscht extrem Hitze. Lange können wir nicht bleiben. Ich habe 20 Sekunden. Ich habe 20 Sekunden. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte einfach nur, sie geht zu viel hin und dann ist gut. Nein, 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 nein. Ich habe 20 Sekunden Zeit dafür. Die sind doch bekloppt. Oh Gottes Willen. Okay, vielleicht ist da hier eine Möglichkeit, hier ab und zu abzukühlen. Ansonsten kann man das, glaube ich, gar nicht schaffen. Aber mich fragt ja keiner. Ja, komm. Hier sollte jetzt eine Möglichkeit sein, mich abzukühlen. Jawohl. Und da ist eine Truhe. Das sind auch Hornissen. Das ist schlecht. Ich weiß ja schon, was in der Truhe drin ist. Käfer. Nein. Nee, in der Truhe sind wahrscheinlich wieder Rubine drin. So, wollen wir erstmal das Hornissen das kaputt machen, denn diese Hornissen sind ganz schön gefährlich. Wenn ich richtig erinnere. Okay, kommt aber nichts raus. Meinetwegen. Deko-Kerne, okay. Ich brauche aber, wenn dann so, bitte ein Herz. Ach, komm, das gehen wir jetzt mal. Vielleicht ist ja hier das andere drin aus der Rubine. Und natürlich sind Bomben drin. Oh, na du was. Im Gegenstandsmenü kannst du sie anlegen. Gut, okay. Okay. Bomben ist auch nicht falsch. Oh, ein Fisch. Cool. Ich brauche immer noch Flaschen. Das ist doch nicht wahr. Ach, na gut, vielleicht irgendwie ironisch. Aber hier haben wir so ein Subtrum. Hier sind es Pflanzen. Beim Vulkan. WTF. So, und nächster Versuch jetzt, falsch ranzukommen. Na gut, okay. So. Meine Güte. Wollen die mich hier verkackeiern? Oh, ich hoffe, dass hier die Fee jetzt ist, ey. Und sonst wird's hässlich. Ne, ein Schikastein wieder nur. Oh Mann. Mann, ey. Hallo? Wie kommen wir hier weiter? WTF? Au! Au! Scheiße. Hä? Ja. Spielstand gesichert. Okay, Leute, wir sind zum ersten Mal gegen Ufer gegangen. Ja, bitte fortsetzen. Was zur Hölle? 24 Sekunden. Ich glaube, ich bin einfach in die falsche Richtung gelaufen. Okay, das ist gemein. Aber voll. Wieso könnte ich einfach sagen, hier ist die Fee fertig? Nö. Müssen unsere Charaktere noch richtig schön die Eier treten. Aber mit Anlauf. Wow, okay. Oh Gott, das ist ein Herzteil. WTF. Was ist jetzt das hier? Ey, das ist ein schlechter Scherz, oder? Ich komme schon wieder nicht weiter. Mann. Und ich habe kein Deko-Schild. Ah, nee, warte mal. Du musst eine Bombe platzieren. Das hätte weh getan. Ey, Korrektur. Es 16 Sekunden, vergiss es. Wahrscheinlich kriege ich wie jedes Mal, wenn ich hier drauf gehe, ein paar Sekunden gut geschrieben. Das ist schon mal interessant und gut zu wissen. Aber, nee, das ist voll unfair, Leute. Ja, so viel zu Sekunden gut geschrieben, jetzt habe ich noch 16. Was zur Hölle? Das ist aber voll unfair hier. Autsch. Ach, Mann. So, und jetzt da. Mann, ey. Und schon wieder tot. Das wird hier noch ein paar Mal mehr passieren und ich habe kein Deko-Schild. Und selbst wenn, wird das hier Licht an und brennt, sobald ich es raushole. Das steht schon mal fest. Okay. Dann, ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen kacke, ne? Ich bin schon zweimal hier verreckt. Hier hat 24 Sekunden. Das ist gut. Muss ich auch erstmal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, okay. Wissen wir. Und dann jetzt hier. Zack. Zerstöre den Felsen. Meine Güte. Och, das geht doch nicht. Der Felsen wird einfach nicht kaputt gehen. Krieg ich den überhaupt kaputt? Och, Mann. Nö. Ich krieg den Felsen nicht zerstört. Was soll der Rotz? Hallo? Oh Gott. Ich komme hier nicht weiter. Nee, nur 12 Sekunden. Ich werde nicht mehr. Ich bin ja am Verrecken, Mann. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Jetzt ist aber das richtig gemein hier. Gib mir Herzen. Doch, ich brauche Herzen. Ich verrecke hier noch gleich, weil ich keine Herzen mehr habe. Nein. Nein. Och, ich werde nicht mehr. Das ist jetzt echt ein schlechter Scherz. Die Fee war hier. Das ist jetzt... Nein. Nein. Na, was soll's. König von Hyrule. Ja, ist ja klar, was ich da brauche. Nein, nein, nein. So. Was war denn da für ein Scheiß? Ja, ich weiß selber. Nee, auch falsch. Nee, Quatsch. Aber fast richtig. Fast richtig. Gleich hab ich's. Ach, Mann. Okay, das kann sich nur Stunden handeln. Ne? Wie ging das nochmal? Wie ging nochmal jetzt, Zelda das Wiegenlied? Mann, muss ich das aber prüfen hier. Manno! Okay, sei das Wiegenlied. Salias Lied. Ach so. So ging das. Na gut, dann. Wenn es sonst nichts ist. Ach man. Nein, 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 nein. Na? Bitte, was machst du da? Meine Güte, du sollst dich nicht alles in die Luft jagen. Du sollst die Quarina spielen. So. Jetzt aber, meine Güte. Schwere Geburt, sage ich nur, schwere Geburt. Aber voll gemein, ey. Voll gemein. Blöde Kuh. Hat die eine Lache, ey. Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber... Naja, vielleicht habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Hallo, mein süßer Lorn. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Hi. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Das ist nett. Sei bereit. Was kommt denn jetzt? Das ist eine etwas, komische Situation und Position und die... Ich bin voll geheilt. Okay, danke, das reicht ja schon. Oh! Gott sei Dank. Und jetzt? Warum? Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Das ist toll. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lass B los, um eine neue, deine energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Das ist cool. Bewegst du den Steuerknüppel einmal im Kreis und drückst dann die B, kannst du die Wirbelattacke sofort und ohne Wartezeit ausführen. Das wird wahrscheinlich so gut wie niemals hinbekommen, außer durch Zufall. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Ich habe noch keine Magie. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Ja. Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei meiner guten Freundin von mir vorbei. Ich weiß, dass deine Fähigkeit ist, trotzdem danke. Sie hat bestimmt noch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Das ist gut. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Glaubst du einfach, ich trage den ganzen Weg nochmal hoch, wenn ich zum Beispiel noch ein Herz habe, nur damit du mich heilst? Da habe ich bessere Optionen. Und ja, Leute, jetzt haben wir auch Magie und wir können Navi, ja. Ich frage mich, ob Salia etwas über den anderen heiligen Stein weiß. Okay, mal fragen wir sie einfach gleich mal. Falsches Lied. Okay, Nein, 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 nein. So nicht. Nur mit mal ganz zu Anfang mal.
Nein. Nein. Fuck, ich ging nochmal sein Herz nicht. Gott, ich hab ein paar Mal zufällig gehabt und jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich werd bescheuert. Runter, rechts, runter, links, rechts. Okay, so war das. So, dum-dum-dum, fragen wir mal Salia, vielleicht hat sie was für uns. Okay, willst du mit Salia sprechen? Ja, bitte. Das heißt, hallo Lorne, ich bin Salia, sag bloß. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sammelst du die heiligen Steine? Du musst doch einen finden. Nur einen finden? Den heiligen Stein des Wassers, oder? Woher weißt du das? Der Dickobaum erzählte mir eins, dass ihn König Zora besitzt. Willst du noch einmal mit ihr reden? Nein. Wir müssen schon mal, wir müssen jetzt noch Zoras Reich. Ja, das hatte ich eigentlich vorgewusst, weil Deku, Gorone und Zora nach den normalen Menschen dort oder egal wie sie heißen, gibt's kein Volk mehr. Egal. Und du siehst erwachsener aus, seit du die Fee besucht hast. Du kannst mich mal. Denkst du, wirst du nicht wie der prophezeite Retter Hyrule. Hierfür fehlt dir noch einiges. Wenn du zum Fuß des Berges zurück möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Das wäre jetzt nett. Und nun fliegen wir erstmal wieder zurück zum Fuße des Berges, was mir eigentlich ganz lieb ist. Weil ich nicht Bock habe, mal wieder vom brennenden Felsen zerquetscht zu werden. Hallo Gorone. Tschüss Gorone. Und ja, mal gucken. Ich habe wieder 99 Ich denke mal, ich werde die Maske noch nicht verkaufen, auch wenn ich einen groben Ansatzpunkt habe, wo ich die jetzt hinpacken muss. Das Problem ist einfach nur, ich habe keinen Platz mehr. Ich bin hier oben in Kakariko. Ich bin ganz oben in Kakariko. Ich bin an der Stelle, wo ich vorher nicht hingekommen bin. Geil. Geil. Geile Scheiße. Das heißt also, okay. Ganz vorsichtig. Jawohl. Jetzt komme ich da ans Herzteil ran, netten. Langsam rüber. Herab. Und so, jetzt komme ich hier rein und jetzt komme ich an das Herzteil. Geil. Jawohl. Hallo Ellie. Danke fürs Herzteil. Ein Herzteil, sagen wir doch zwei weitere Herzteile und du erhältst einen neuen Herzcontainer. Sehr schön. Und weil ich schon Bescheid um Vulkankrater kann ich ja später. So und juhu! Ich bin weiter! Yay! Und ich bin hier in Kakariko und ich habe hier keine Läden und sonst irgendwas. Naja, was mache ich denn jetzt? Also, ich fehlen noch zwei Hühner, wovon ich weiß, wo eins sich befindet. Ich habe hier das Golden School Vantura gefunden. Durch den Brunner komme ich. Wieso ist das Hühnchen jetzt da oben? Egal, ich konnte sowieso noch nicht hin. Egal. Mal sehen, was mache ich denn jetzt? Ich könnte rein theoretisch mal zum Friedhof gehen und gucken, ob ich da wirklich jetzt die Typen da, den Jungen da, die Maske verkaufen kann, rein theoretisch. Das kann ich ja schon mal machen. Ansonsten würde ich sagen, würde ich den Part dann gleich beenden. Und ich denke mal, nächste Mal gehe ich erstmal zur London Ranch. Mal gucken, was man so Schönes finden kann. Ich meine, wenn man doch die Möglichkeit hat, direkt zu Anfang dahin zu gehen, sollte man die auch nutzen. Und ja, wollen wir mal jetzt hier Friedhof, weißt du Bescheid, ne? So, Schädelmaske packen wir gleich mal da auf die Schleuder weg und mal sehen. Gruselig, wenn man der Friedhof verschwinden würde. Sag ich doch, gruselig, wow. Wenn du wirklich grausig aussehen willst, mein Junge, dann nimm diese Maske an dich. Du siehst aus wie der Totengräber. Das macht mir keine Angst. Schade. Na gut, dann eben nicht. Dann muss ich vielleicht den Totengräber verkaufen, wer weiß. Egal. Ich habe sowieso so viel Geld. Ich brauche die gerade nicht verkaufen. Wenn ich sie verkaufen würde, würde ich wieder einen riesen Verlust machen. Ich brauche die größere Börse. Unglaublich, wie schnell man hier eine Rubine bekommt. Oh, warte, wie schwer man die wieder los wird. In anderen Spielen ist das nicht so. Da braucht man teilweise Ewigkeit, bis man ein bisschen Geld hat. Und bis man die wieder zusammen hat, dauert noch länger. Aber, naja, was soll's. Mal sehen. Also, wie gesagt, Maske setze ich mal wieder ab. Die bekommt dann, da setze ich mal da wieder meine Feensteuer hin. Und mal überlegen. Ich denke mal, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal Kakariko verlassen.
Und dann werden wir uns im nächsten Part bei der London Ranch wiedersehen. Bis alle dorthin begeben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht es gut!